Ja, grüßt euch. Ich bin der Günter Funnier, Inhaber und Geschäftsführer der Möbelwerkstätte Funnier GmbH und Co. KG. Gegründet wurde unsere Schreinerei damals von meinem Großvater 1949. Nun sind wir ein Unternehmen mit 16 Mitarbeitern und sind eigentlich hauptsächlich spezialisiert auf den individuellen Innenausbau. Wir fertigen hier von Zimmertüren über Küchen, über Einbauschränke, Badmöbel, die komplette Bandbreite und können somit jeden Kunden zufriedenstellen. Unsere Alleinstellungsmerkmale bestehen aus mehreren Aspekten. Das Wichtigste ist meines Erachtens die persönliche Bindung zum Kunden. Wir gehen hier speziell auf jeden Einzelnen ein, sei es der Charakter, sei es der Lebensstil, sei es die Arbeit. Wir verbinden diese Dinge im Möbelbau. Zudem sind wir hier verwurzelt in den westlichen Wäldern. Wir lassen unseren kompletten Holzeinschlag von den Förstern der Region durchführen. Diese Stämme lassen wir von den regionalen Sägewerken sägen, lassen Furnier herstellen und haben somit Massivholz am Schnittholz wirklich die Regionalität im Vordergrund. Auch bei den anderen Produkten versuchen wir weitgehend aus Deutschland unsere Ware zu bekommen. Der weitere Punkt wäre natürlich unsere Ökologie-Gedanke. Hier sind wir mit dem Thema Wasserlack bereits sehr weit vorangeschritten. Wir fertigen 90% unseres kompletten Volumens mit Wasserlacken. Wir haben Photovoltaikanlagen auf den Dächern. Diese decken bis zu 40-50% unseres Energiebedarfs ab. Auch das Thema Auslieferung ist hier eine wichtige Sache. Wir liefern mit unseren eigenen Transportern aus und haben dadurch wenig Verschleiß an Kartonagen, an Plastik und so weiter. Auch das Thema Nachhaltigkeit liegt uns natürlich sehr am Herzen. Wir legen unsere Möbel auf eine Lebensdauer von ca. 20 bis 25 Jahren aus. Ich denke, das spricht für sich. Und wir möchten natürlich nicht nur unsere Möbel nachhaltig gestalten, sondern auch das Handwerk. Darum sind wir ein renommierter Ausbildungsbetrieb und konnten über die letzten Jahrzehnte schon diverse Preise einfahren. Wir sind wirklich nur ein echter Familienbetrieb. Also meine Kinder wachsen mit dem Thema Holz auf. Ich, mein Vater, wir waren alle schon von klein auf in der Werkstatt gestanden, haben da irgendwas zusammen bastelt. Und die Leidenschaft, die hat uns dann einfach gepackt, dieses Thema anzugreifen, zu sagen, wir wollen euch geile Möbel bauen, super Sachen vermitteln. Kommt her, kommt zu uns und ihr werdet sehen, wir bauen für euch die Einrichtung, die perfekt zu euch und eurem Leben passt.